Achso, der ist schon an? Was haben wir denn da? Ach nö, ich hasse die. Aber es waren nur die Kleinen. Die Kleinen sind okay, die, die sich spalten, die sind halt richtig eklig. Die mag ich gar nicht. Die, die nur von oben kommen und dich zurückziehen, die sind okay. Und dann haben wir das Ding noch. Und dann müssen wir die Eiswand da noch wegkriegen. Ah, ich glaube, da musste man auf das Siegel von der Tür, ne? Seinen Lichtstrahl richten. Kann das sein, dass es das war? Nö. Aber guck mal, da über den, über der Sonne und so, da brennen auch Fackeln. Seht ihr das da? Da brennt so ganz leicht eine Fackel. Und die anderen Sonnen sind auch weg. Vielleicht muss ich da auch noch eine anschießen. Oder nochmal den Feuerinferno usen oder so. Keine Ahnung. Ich mache einfach nochmal den Feuerinferno. Keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Oder meint ihr, wir müssen erst woanders hin? Meint ihr, wir müssen in einen anderen Raum und irgendwo in einen anderen Raum gibt es einen Trigger, um das Ding wegzumachen? Oder meint ihr, das befindet sich hier? Also ich, das wäre jetzt so meine Idee, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Habt ihr Ideen? Ein Pfeil könnte man vielleicht noch reinschießen. Oder eine Bombe? Bombe ist auch nicht richtig. Lichtpfeil könnte man versuchen. Macht auch nichts. Ich meine, wir haben einen Schlüssel. Ne, wir kommen ja theoretisch weiter. Krabbelmine. Aber wohin? Meint ihr, da oben ist irgendwas? Hammer? Okay. Was zur Hölle? Aber was machen wir mit dem Hammer? Das kann man ja nicht kaputt machen. Das ist ja eigentlich eine Alpha-Wand, sagen wir mal so. Das hier fuchst mich so ein bisschen, dass da oben so eine kleine Fackel ist. Seht ihr das? Da brennt es halt so ganz leicht über der Sonne. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Aber ich glaube, die Krabbelmine macht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Ne, geht auch einfach in die Luft, wenn die genau in die Mitte trifft. Okay. Ja. Ich. Das ist wirklich irgendwie merkwürdig, ja. Wegschieben. Unsichtbar ist halt auch gar nichts mehr weiter. Zumindest nicht hier. Ich gucke mal kurz. Spiegelschild macht nichts. Nö, ich habe schon alles versucht. Glaube ich zumindest. Dins Feuerinferno habe ich Dins Feuerinferno an der Stelle hier schon geused? Ich probiere es nochmal. Vielleicht passiert da noch was. Das wäre jetzt so meine einzige Idee noch. Ja, passiert nichts. Wäre jetzt meine einzige Idee, dass wir in einen anderen Raum müssen. Da gibt es irgendwo vielleicht einen Schalter. Pikmin-Symbol, ey.
Neues Mitglied? Was? Okay, warte, wir betreten nochmal den Raum erneut. Okay, ändert sich auch nichts mehr. Also. Das ist alles. Shit, ey. Aber kann ich die Fackel wieder ausmachen? Meint ihr, ich muss einen Eispfeil schießen? Ich bin. Hallo, Chat. Hallo, ich bin. Oh, gibt's wenigstens ein bisschen Mana. Sehen wir es mal positiv. Ja, stimmt. Die Fackel hat schon vorher geleuchtet. Aber warum? Kann ich das wieder ausmachen? Meint ihr, da ist... Ja, die ist an. Das stimmt. Aha. Guter Tipp, TJ. Sehr gut. Die Kuhnüsse, was? Warum denn die Kuhnüsse? Diese Sonne musste man wohl mal ausschießen. Sehr interessant. Okay. Cool, da haben wir den Raum auch abgeschlossen. Weiter geht's. Ja, schön. Ich hatte schon Befürchtung, dass es nichts wird. Aber wir haben es geschafft. So. Wir haben Licht, wir haben den. Ich habe an der Stelle Stunden gebraucht, um das zu checken. Ja, ich habe ja auch Unterstützung vom Chat. So, machen wir Wald als nächstes, würde ich sagen. Gott. Hä? Steht hier einfach ein Schädel drin rum. So, okay. Ja, theoretisch müssen wir da eine Bombe reinwerfen. Vielleicht. Aber ich glaube, ich kann da keine Bombe. Ich will da keine Bombe rein, oder? Vielleicht müssen wir. Eine Krabbelmine richtig timen. Oh shit. Ist da oben jetzt nicht. Ja, ich hätte einfach Feuer verschießen sollen. Das war jetzt dumm von mir. Und es hat nicht mal getroffen. Eieiei, ich bin ein Mana-Verschwender. Okay, so geht die Tür auf. Aber ich wette mit dir, dieser Klotz hier kann auch irgendwie explodieren. So sehe ich erstmal gar nichts weiter. Einfach mal mit einer Krabbelmine. Bombe kriege ich hundertprozentig da nicht rein, das ist viel zu hoch. Aber mit einer gut getimten Krabbelmine. War einfach mal so. Die geht da auf jeden Fall rein. Und kommt wieder raus. Und jetzt warte ich mal. 1, 2, 3. Funktioniert nicht. Shit. Ich glaube, das funktioniert. Im Hammer? Ich glaube, Bomben funktionieren nicht. Wie soll ich das reinwerfen? Wie soll das gehen? Sei denn, vielleicht kriege ich im nächsten Raum irgendeinen Ankerpunkt, womit ich mich dann hochziehen kann. Mal gucken. Wo kommt der Wind her? Der Wind ist stärker hier. Oh Gott. Nö. Ah. Geh doch da. Ah, das ist auch eine Idee, Jens. Da hast du recht, das machen wir dann gleich nochmal. Ich mache erst den Raum hier schnell fertig. Hier war doch ein Scooty, oder?
Komm ich da ran? Wird das irgendwie was? Hä? Die Scooty ist überhaupt nicht mehr da. Okay. Okay. 134. Sehr schön. Okay, ich werfe hier mal eine Bombe rüber zu dem Blingel. Und dann wird gerollt. So, haben wir schon mal zwei. Muss auf jeden Fall echt aufpassen. Ihr kennt doch alle bestimmt das Spiel Grandia, oder? Sagt euch das was? Grandia? Das Game? Habe ich auch schon mal Let's Played? Vor langer Zeit. Will hier noch irgendwo Juwelen? Das ist halt echt übel. Shit. Nie gehört. Nein! Oh Gott. Ich erinnere mich an das Spiel. Schade. Schade eigentlich, dass ihr das nicht kennt. Grandia kenne ich, okay. Einige kennen es, alles klar. Also es gibt ja Grandia 1, Grandia 2. Grandia 2 ist, übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, so nach Zelda mein Lieblingsspiel. Also Grandia 2. Und das hat halt haufenweise Kindheitserinnerungen. Weil ich erinnere mich halt an meine, dass ich das damals mit meiner Schwester gezockt habe. Ne, das Game war halt auch komplett auf Englisch. Und ich habe das halt immer zusammen mit meiner Schwester gespielt. Und ja, hab das dann halt auch irgendwann durchgezockt gehabt. So, und dann war ich halt echt traurig. Dann habe ich mich riesig gefreut. Es gab ja jetzt so ein Remake für die Nintendo Switch. Da ist dann so ein Paket. Grandia HD Ultimate Version. Oder Grandia HD heißt das einfach. Und das gibt jetzt für die Switch halt als Doppelpack. Da ist Grandia 1 und Grandia 2 drauf. Mega gutes Spiel. Kann ich euch sehr empfehlen. Hat. Ist halt ein RPG. Und ich liebe diesen, ich sag mal, diesen Kampfstil von dem RPG. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kampfstil kennt, deswegen ich erläutere ihn mal kurz. Es ist halt so, dass wenn du einen Kampf startest in diesem RPG, ist so rundenbasierend. Und du hast rechts unten in der Ecke wie so ein Zeitstreifen. Und da siehst du halt die Köpfe von den einzelnen Charakteren, Gegnern. Und die bewegen sich auf einen Punkt zu, der Aktion heißt. Und sobald dieser Punkt Aktion erreicht wird, kannst du quasi eine Aktion auswählen. So, warte mal, der macht hier gerade Dauerfeuer. Und das ist eigentlich das Besonderste an dieser ganzen Spielmechanik. Was mir halt auch am besten gefällt. Und ja, ich habe das letzte halt entdeckt, dass es halt auch Grandia 3 gibt und Grandia Extreme. Ne? Und ich habe mir jetzt Grandia Extreme runtergeladen und Alter, das macht so Spaß. Ist sau schwer, aber ich freue mich darauf, das zu zocken. Ähnlich wie Final Fantasy, ja, es gibt glaube ich auch Final Fantasies, da ist das auch so ähnlich. Aber das hat immer nochmal irgendwie so einen ganz eigenen Charme, sag ich. Nein! Boah, das ist ja absoluter Hass hier. Jetzt wollte ich zu viel. Aber ich muss glaube ich erstmal versuchen, die da oben irgendwie hinzukriegen. Die zwei. Das war gut. Dark Cloud, okay. Was ist ein Dark Cloud? Ist auch Final Fantasy? So, kann ich? Kriege ich das hin, dass ich mich da hochziehe? Jo. Das klappt. Okay, wir haben da noch den einen da übrig. Ah.
Okay, alles klar. Aber ich muss sagen, das hier am Anfang hat eigentlich ganz geil geklappt. Das war jetzt wieder nicht so geil. Vielleicht am Anfang gleich zu dem hier direkt rüber. Ah, shit. Das war gut, aber ich habe keine Landung mehr gehabt. Wenn ich Grantia höre, kriegt man Nostalgie. Oh, das freut mich. So. Nee. Willst du mich verarschen? Was war das? Mann, das war so gut. Ich töte mich einfach selber. Oh, Mann. Ich glaube fast, es könnte etwas werden mit dem 18. Tod. Ah, das ist auch echt die Kackstelle schon wieder. Noch einmal eine Fee. Okay, das war gut. So, ciao. Gustavo. Was ist denn das für eine Logik? Der ballert mir ins Gesicht und ich rutsche nach vorne? Was ist das? Das ist doch überhaupt keine Physik. Einfach in Ruhe konzentrieren und einfach die Viecher links liegen lassen. Ja. So, okay, wir konzentrieren uns jetzt. So, ne? Oh, Gott sei Dank. So. Okay, das hätten wir. Und damit ist das Ding offen. Ist die Tür noch offen? Oh, Gott sei Dank, die Tür ist noch offen. Ja, schön, danke. Okay, dann haben wir es ja jetzt. Oh, war das eklig. Oh, das stimmt, TJ. Ich glaube, ich bin öfter jetzt gerollt, ne? Das tut mir leid. Aber heute gilt es ja sowieso nicht. Da ihr das in eurer Community-Strafe bestimmt habt. In der Chat-Strafe. Dark Cloud ist das erste Videospiel des Entwicklo-Studios Level 5. Es verbindet die Genre Action-Adventure, Rollenspiel und Simulation miteinander. Und worum geht's an sich? Wenn ich fragen darf. Hallo, Lady of Kerry. Okay, warte, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Ne? Wir müssen ja irgendwie den Raum hier noch clearen. So, wir haben Fledermäuse. Wo sind die? Hallo, Fledermäuse. Hä? Sind die unsichtbar? Nee. Einfach nur ein bisschen abseits irgendwie. Was macht doch erst das Siegel kaputt und dann kannst du nochmal in Ruhe den Raum betreten. Hä? Ich kam ja nicht durch, weil die Tür nicht offen war. Oder was meinst du? Bin wieder da, Anruf bekommen und wird schmackhaft durch Chinesen gemacht, was? Ja, hier komme ich irgendwie nicht hoch, ne? Ich muss mich, glaube ich, so ein bisschen seitlich hochziehen. Okay. Das hätte mal. Uns fehlt halt der Schlüssel. Wir müssen jetzt halt irgendwas mit diesem Ding machen.
Kann ich in der Luft eine Bombe nehmen oder so? Könnte funktionieren, oder? Was meint ihr?